ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Wir haben schon Mittag herum. Ich habe mich bisher noch nicht gemeldet, weil ich war beschäftigt mit Kofferpacken und noch ein bisschen Arbeit. Wir haben noch alles erledigt. Ich habe euch ja gestern noch schon ein bisschen erzählt, dass ich heute, also ab heute, dann 2 Tage alleine, wirklich ganz alleine, so ein bisschen ein Mini-Mama-Urlaub sein werde. Und ich werde euch mitnehmen natürlich. Die Family wartet hier schon, um mich zum Auto zu bringen. Mein Koffer ist hier. Ich würde sagen, wir sind ready. So, mein Koffer ist jetzt eingepackt. Die Family wartet hier, um sich zu zu verabschieden. Da kriege ich einen Kuss. Sei brav, ja? Mhm. Ärger nicht den Papa. Luise mag immer noch schlafen. Und ärger auch mich nicht. Und die Michi. Passt gut auf meine Kinder auf, Baba. Nein, ich verkaufe die. Aber wir haben. Und ich habe wohl mehr. So, geh zurück zum Patrick. Ich habe jetzt getankt und werde jetzt gleich weiterfahren. Wo ich genau hinfahre, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Und zwar fahre ich ins La Pura Women's Health Resort in Garzamkamp. Das ist ein Wellness Resort nur für Frauen, wie der Name ja schon sagt. Und ich bin echt gespannt, wie es dort sein wird. Aber lassen wir uns zusammen überraschen. Und ich würde sagen, ich fahre los, weil ich schwitze hier schon im Auto. Ich werde jetzt gleich meine Klima anmachen. Und ja, wir sehen uns dann dort, meine Lieben. Also, let's go. Ich bin schon hier seit einer Stunde ungefähr. Ich habe eingecheckt in Ruhe, habe mein Auto in die Garage geparkt natürlich und habe schon mein Arztgespräch gehabt. Ich habe nämlich um 14 Uhr, so von 14 bis 15 Uhr habe ich meinen Arzttermin gehabt. Das war richtig, richtig spannend. Da haben wir wirklich über sehr viele Sachen geredet und dann speziell auch über die Haut, vor allem im Gesicht. Von mir wurde dann so ein Scan gemacht, so ein Visio-Scan heißt es. Da werden Fotos gemacht von allen drei Seiten, also einmal von links, von vorne und von rechts. Und dann, es ist so eine super Kamera, die zeigt alles picobello genau an. Man sieht alle Rötungen, man sieht alle Poren, Pigmentstörungen, ganz, ganz genau. Also nicht nur das, sondern vieles, 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 vieles mehr. Ja, und bei mir kam tatsächlich raus, dass mein Gesicht, Haut ein Alter von 42 hat und ich bin ja nur 35. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch viel, viel Luft nach oben. Das war auf jeden Fall mal schon super interessant. Und jetzt werde ich euch meine Junior Suite zeigen, die ich gerade bezogen habe. Ich habe jetzt gerade Story schon gemacht und ist euch auf Story schon gezeigt. Also wenn ihr das Video seht und mir auf Story folgt, dann habt ihr das vielleicht schon gesehen. Wenn nicht, wünsche ich euch natürlich jetzt ganz viel Spaß. Ich werde jetzt nochmal bei der Tür reinkommen und euch das Zimmer zeigen. Das ist nämlich wunderschön. Also, das ist mein Zimmer. Da geht man hier rein. Und hier habe ich mal einen riesengroßen Vorraum, wie ihr sehen könnt. Also da steht schon mein Koffer, der wurde vorhin reingetragen. Und ich habe hier auch eine Badetasche bekommen, da ist ein Bademantel drinnen. Dann kommen wir hier. Die erste Tür ist die Toilette. Oh, das Licht muss ich ausmachen. Ja, Toilette. Und dann kommen wir zum wunderschönen Badezimmer. Das ist nämlich wirklich wunderschön, riesengroß. Ich habe hier meinen Waschtisch mit so ein paar Pflegesachen, so Handseife, Conditioner und dann auch so eine Creme, ein Spiegel. Dann hat man hier noch so ganz große Spiegel, um die Poren besser zu sehen. Und genau, dann gibt es hier eine Duschkabine, richtig toll zum Duschen. Und da hat man hier auch die Pflegeprodukte, also Duschgel und ein Shampoo, falls man das braucht. Alles super, super schön, sauber. Richtig wunderschönes Badezimmer. Und jetzt zeige ich euch mal mein Wohnzimmer. Ich habe nämlich eine Junior Suite, das heißt, ich habe hier mal ein Wohnzimmer, das so richtig cool ist. Ich kann hier sitzen, Fernsehen. Dann habe ich hier auch schon ein paar leckere Snacks bekommen. Die werde ich dann gleich reinmampfen, weil ich habe ein bisschen an Hunger. Und dann kommen wir hier zu meinem wunderschönen Schlafzimmer. Bitte schaut euch mal dieses Riesenbett an. Das ist jetzt nur für mich alleine mit mega viele Polster. Ich liebe das. Dann habe ich auch eine Schokolade bekommen.
Und da habe ich natürlich auch einen Fernseher und noch einen Sessel. Und man hat einen wunderschönen Ausblick auf Gas am Kamp. Das ist richtig schön hier. Jetzt sieht man noch mal so ein bisschen das Hotel. Und ich bin mega beeindruckt. Ach, ich sag's euch, dieses Zimmer, da werde ich mich auf jeden Fall wohlfühlen. Das weiß ich jetzt schon. Und wie schon erwähnt, habe ich natürlich auch für euch etwas. Und zwar habe ich nämlich hier schon einen Gutschein in der Hand. Das ist nämlich der Gutschein, der an eine von euch da draußen rausgehen wird. Also an die glückliche Gewinnerin. Weil ich habe nämlich zusammen mit La Pura ein Gewinnspiel für euch. Das heißt, ich verlose. Ich lese euch das gleich vor. Also was da alles dabei ist, das ist nämlich mega, mega cool. Also die glückliche Gewinnerin meines Gewinnspiels, ist ganz, ganz wichtig, dass eine Dame gewinnt, weil das ist hier ein ausschließliches Frauenressort. Und vielleicht habt ihr ja eine Mama da draußen, die ihr beschenken möchtet, oder eine Schwester oder eine Freundin, oder ihr braucht den Gutschein für euch selbst. Ihr sagt, ich brauche mal hier Ruhe und ich brauche mal etwas nur für mich, dann unbedingt mitmachen. Ich lese euch gleich vor, was da alles dabei ist. Also, 2 Nächte für eine Dame mit Klassik-Doppelzimmer inklusive Gourmet-Cuisine-Vollpension, Nutzung des Ladies-Spa und gratis Teilnahme am Aktiv- und Sportprogramm. Also, ist das nicht mega, mega cool? Wenn ihr das gewinnen wollt, also wie gesagt für euch, für wen auch immer, für eine Freundin, dann lest unbedingt unten in der Infobox die Teilnahmebedingungen. Das ist nämlich verbunden mit Instagram. Da müsst ihr nämlich der Instagram-Seite von La Pura folgen und so weiter. Aber wie gesagt, bevor ich das jetzt hier aufzähle, schaut einfach in die Infobox und lest euch das mal alles genau durch. Dort wird das alles ganz genau beschrieben. Und ja, ich drücke euch die Daumen. Vielleicht seid ihr dann bald auch hier und könnt euch verwöhnen lassen. Und ich habe jetzt in einer halben Stunde einen Ganzkörpermassagetermin. Ich freue mich schon und werde mich mal auf jeden Fall umziehen, weil ich muss im Bademantel erscheinen. Deswegen werde ich mich mal hier an meiner Klamotten entledigen und dann sehen wir uns bei der Ganzkörpermassage. Ich hatte ja vorhin meine Massage, meine Ganzkörpermassage. Eigentlich wollte ich zuerst Fit filmen, aber dann habe ich mich dagegen entschieden, weil es ja so für mich einfach entspannter war. Ich konnte die Massage genießen. Als Schwangere ist es so, dass man bei einer Massage eigentlich nur sitzt. Ich habe mir meinen Rücken massiert und danach zum Schluss bin ich auch gelegen auf dem Rücken. Ich kann ja nicht mehr auf dem Bauch liegen. Und da hat sie meine Oberarme, meine Arme, meine Oberschenkel, Unterschenkel und nur ganz wenig die Füße. Weil, was habe ich auch nicht gewusst, als Schwangere sollte man keine Fußmassage machen. Also keine richtig starke, weil da könnte man irgendwas hervorrufen, was nicht sein sollte. Deswegen voll spannend. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt auch geduscht. Bin jetzt ja schon länger im Zimmer. Habe geduscht, habe mich wieder umgezogen, also habe mich neu angezogen. Und jetzt aktuell chill ich so ein bisschen in meinem Wohnzimmer und habe mir einen Tee gemacht. Und warte darauf, dass Abendessenszeit ist. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt noch in Ruhe meinen Tee hier trinken. Ein bisschen entspannen. Und vielleicht schaue ich dann noch ein bisschen runter, weil Abendessen ist von 18 bis 21 Uhr. Ein Buch werde ich mir mitnehmen, weil ich bin ja alleine, ne? Also beim Abendessen ist das sicher spannend, wenn man alleine ist. Das ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich war ja noch nie irgendwo alleine essen. Noch nie. Außer mal so, vielleicht so schnell mal was snacken, aber nicht so irgendwo lange sitzen und so ein richtiges Menü. Aber ich habe ja euch dabei, ne? Da fühle ich mich ja nicht mehr so alleine. Bin mittlerweile schon am Zimmer, wie ihr sehen könnt. Ich habe mir auch schon einen Schlafschirm angezogen. Es ist aktuell schon 20.30 Uhr oder so. Ich habe mir beim Abendessen richtig Zeit gelassen. Das war, wie ihr gesehen habt, hat super lecker ausgeschaut, oder? Also das, Wahnsinn, das war so lecker. Mir geht's richtig, richtig gut. Ich habe mir jetzt noch ein Wasser eingeschenkt, habe mich halt hier ins Wohnzimmer noch gechillt, werde wahrscheinlich ein bisschen Fernsehen. Und morgen
nehme ich euch auch wieder mit. Und gute Nacht, meine Lieben, bis morgen. Tschüss. Guten Morgen, Hallöchen. Ja, ich war jetzt bei meiner Ganz-Frau-Sein-Behandlung. Die war richtig, richtig toll. Also ich habe in der Früh schnell Zähne geputzt, mich ein bisschen frisch gemacht und bin dann gleich runtergedüst. Ich habe mich dazu entschlossen, danach frühstücken zu gehen, also jetzt. Das war richtig, richtig angenehm. Das war so eine ganz andere Massage wie gestern. Das war so eher mit sehr viel Öl und mit zarten Bewegungen. Sie hat auch das Baby ein bisschen massiert, also den Bauch. Und sehr, sehr, sehr angenehm war das. Also das war super, super entspannend, so richtig angenehm zum Wachwerden. Und ich habe mir doch so ein Prospekt mitgenommen mit den ganzen Behandlungen, die man da machen kann. Und da gibt es halt echt, echt viele Sachen. Also von den ganzen Sachen, die man vielleicht schon so kennt oder mal gehört hat. Hot Stone Massagen zum Beispiel. Auch für Schwangere speziell abgestimmt. Auf jeden Fall eine Vielzahl an Behandlungen, Massagen. Alles, was man sich nur vorstellen kann, das gibt's alles hier. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Gesichtsmassage vielleicht für morgen buche oder eventuell so eine Deluxe-Gesichtsbehandlung. Ich werde auf jeden Fall das Prospekt jetzt noch mitnehmen zum Frühstück und ich würde mal sagen, ich gehe jetzt schnell duschen, weil ich bin ganz ölig und werde jetzt dann nach zum Frühstück düsen und euch nehme ich natürlich wieder mit, logischerweise. So, ich bin ready, fertig geduscht, habe mich angezogen und jetzt gehen wir frühstücken. Maske immer dabei, man muss sie nämlich gerade beim Frühstücksbuffet muss man sie tragen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt schnell frühstücken, weil ich habe so einen großen Hunger, deswegen gehen wir essen. Fertig mit Frühstück, war super lecker und jetzt mache ich ein kleines Verdauungspäuschen. Ich bin gerade so müde. Oh mein Gott, ich habe nichts gemacht und ich bin müde. Super, das ist so typisch ich irgendwie. Also mit der Schwangerschaft hat das wahrscheinlich was zu tun. Ah, ich sag's euch, das im Zimmer ist so eine leichte Aircondition. Da, seht ihr das? Da oben und das ist so angenehm im Zimmer, ist ja richtig, richtig, richtig angenehm, weil draußen ist es gerade so warm, also es wird immer wärmer, jetzt ist schon 10:30 und im Zimmer hat es gerade so eine Wohlfühltemperatur und am Abend, also als ich schlafen gegangen bin, ich finde im Schlafzimmer ist es noch mal ein bisschen kühler. Ich habe mir hier so ein bisschen ein Wasser in die Karaffe eingeschenkt und trinke das jetzt und werde ein bisschen hier mich mal entspannen und dann schauen wir mal, vielleicht kann ich euch noch mehr zeigen, weil ich habe auch gesehen, das ist so weitläufig hier und man kann so viele Sachen machen. Es wäre schade drum, wenn ich nur im Zimmer bin, aber zuerst muss ich mich kurz ausruhen. Ich habe mich jetzt genug ausgeruht und bin auf dem Weg zum Ladies Bar. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wie das hier ausschaut. Fitnessbereich gibt es ja auch, aber ist ja eher nicht sowas für mich. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Trampolin im Becken. Spannend, oder? Thank you.
bin jetzt wieder im Zimmer und werde mich gleich unter die Dusche schmeißen. Ich habe versucht, so gut es geht mitzufilmen. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil in so Spa-Bereichen darf man ja natürlich nicht filmen. Und ich wollte auch nicht, dass sich irgendwer von den anderen Gästen durch meine Kamera belästigt fühlt. Deswegen habe ich so ein paar Szenen halt gefilmt. Es war sehr entspannend und jetzt gehe ich duschen und danach gehe ich essen. Mittagessen ist schon wieder. Immer essen und entspannen. Ne? Also würde ich mal sagen, machen wir einen Zaubertrick. 1, 2, 3. So, fast fertig. Ich habe doch nasse Haare, aber kein Problem. Ich habe zwar keinen Föhn dabei, aber ich habe das hier entdeckt. Und zwar gibt es hier nämlich eine Föhn. Wie cool ist das? Das heißt, ich werde mir jetzt schnell meine Haare föhnen und dann gehen wir Mittagessen. Fertig gemacht und gehen jetzt schnell Mittagessen. Heute gibt es, also beim Mittagessen drücken wäre nicht schlecht, gell? Zum Mittagessen gibt es so Bowls, vegane und auch nicht vegane. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die ausschauen und ja, bin schon sehr hungrig. Mein Mittagessen ist schon serviert. Ich habe eine vegane Bowl. Schaut euch mal an, bitte, wie lecker das ausschaut. Es gab auch eine nicht vegane Bowl mit gekochtem Ei und so Rinderbrühe, aber diese hat mich mehr angesprochen. Und auch die Schüsseln, schaut mal, wie schön die sind. Das sind Falafel, Bulgur, Tomate, Sellerie und Brokkoli. Ich bin wieder im Zimmer, schon ein bisschen verwurstelt aus, weil ich bin schon hier gelegen auf der Couch. Ich habe mich umgezogen, also ich habe meine Latzhose ausgezogen und mir so eine bequeme Hose angezogen und werde hier ein bisschen im Zimmer entspannen, weil es ist so angenehm hier. Ich habe Aircondition, da kann man ein bisschen hören und im Schlafzimmer ist es sogar noch kühler. Ich habe auf jeden Fall auch mein Buch hier schon, das möchte ich gerne mal zu Ende lesen. The Big Five for Life ist sehr gut, ich habe auch schon das Das nächste, das Café am Rande der Welt. Das möchte ich auch noch lesen. Ich habe sehr viele Bücher mitgenommen. Ja, auf jeden Fall möchte ich hier entspannen bis zum Abendessen wahrscheinlich. Vielleicht mache ich sogar ein Nickerchen. Oh, wie cool wäre das denn, ein Nickerchen. Fertig mit dem Ausruhen. Es ist mittlerweile schon einiges an Zeit vergangen. Es ist schon 18 Uhr. Und ich habe mich echt gut erholt. Ich habe nicht geschlafen, aber ich bin im Schlafzimmer dann gelegen und habe ein Buch gelesen und habe ein bisschen Handy geschaut und habe wirklich nichts gemacht. War sehr entspannend und ja, jetzt bin ich ready fürs Abendessen. Ich habe mich auch angezogen, habe ein anderes T-Shirt angezogen und wieder meine Latzhose, weil das ist, mein Latzrock. Der ist einfach so bequem, deswegen habe ich den wieder angezogen und ich würde mal sagen, let's go. Ich bin jetzt fertig mit Essen und begebe mich aufs Zimmer. Ich sag's euch, ich bin so angegessen. Ich fühle mich, als würde ich platzen. Oh mein Gott, ich bin so satt und bin auch richtig erschöpft irgendwie, bin müde. Ich lasse mir übrigens beim Essen immer mega lange Zeit. Also ich bin so eine langsame Esserin. Haben wir jetzt tatsächlich fürs Essen 2 Stunden gebraucht. Krass, aber ich bin ja dann auch so, ich bin ja alleine, dann muss ich mich auch nicht hassen. Also so beeilt und entspannt dann beim Essen. Mach Story und schau dich mal meinen Bauch. Der ist ja kurz vor Platzen. Die Latzrock kann ich nicht lange noch tragen. Also viel Platz habe ich dann immer. So, ich bin jetzt auf meinem Stockwerk. Das riecht hier immer so lecker. Und ich habe das hinterste Zimmer. Willkommen im Paradies. Ich liebe mein Hotelzimmer. Ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden, meine Lieben, weil ich werde jetzt eh nichts mehr Großartiges machen, außer mich in mein Bett begeben und wahrscheinlich Fernsehen und dann
schlafen. Ich bin so kaputt, so müde. Auf jeden Fall wollte ich mich fürs Zuschauen bedanken. Vergesst nicht, in die Infobox zu schauen und beim Gewinnspiel mitzumachen. Ja? Wie schon erwähnt, könnt ihr nämlich da 2 Tage Aufenthalt, also 2 Nächte Aufenthalt hier im La Pura gewinnen. Für eine Person, entweder für euch selbst oder für eine Freundin, Oma, Mama, Schwester, was auch immer. Und schön mitmachen. Ach, sorry. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Morgen werde ich da nicht mehr vloggen. Und morgen fahre ich dann eh nach Hause. Ja, mal schauen. Gut, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.